основан 2011 годом, грузит Neujahr 2011. Bei der Russian Night im Wiener Radisson SAS, da steppte gestern der sibirische Bär. Und das einheimische Mausi versucht zumindest stimmlich mitzusteppen. Ich habe gerade gekommen zum neuen russischen Neujahr hier, ja? Und warten jetzt auf Wodka und auf Kaviar und auf schöne Männer? Schöne Männer? Hm? Reiche Männer vielleicht? Russische Männer? Ja, ja. Ihr Ex-Mann Richard Lugner ist bekannterweise kein Russe und schon gar nicht mehr reich, wie er selber zugeben muss. Denn als es um die Versteigerung eines russischen Bildes zugunsten Moskauer Waisenkinder geht, muss Mörtel passen. Bitte, Herr Baumeister. Weihnachtsgeschäft war gut, aber ich selber bin pleite. Was sagt Christine Lugner dazu, bitte schön? Es stimmt, ich kann es bestätigen. Er hat wirklich nichts mehr jetzt. Gut, dann müssen wir mit dem Bild weitergehen. Dankeschön, Familie Lugner, fürs Erste. Ja, aber ein Kenner russischer Meisterwerke ist Richard Lugner trotzdem. Schließlich ist er ja schon seit über einem Jahr mit seiner Freundin Anastasia zusammen. Die Anastasia ist meine erste russische Freundin. Vorher hatte ich einmal vor 20 Jahren eine 3 Monate lange ukrainische Freundin, die war sehr aufs Geld aus, würde ich meinen, und wollte 3-mal täglich 6 und am Wochenende 5-mal. Naja, welche Frau hätte das nicht gerne mit Richard Lugner? Aber zurück zu den Damen aus Russland, bei denen gerät man ja wirklich leicht ins Schwärmen. Wenn man an russische Frauen denkt oder über russische Frauen reden, sagen wir immer, groß, schön, blond, also Figur ist sehr schön. Also ich finde, das ist eigentlich nur positiv. Genauso wie der Auftritt von Nacktballerina Karina Sakisova, mit Abstand der Höhepunkt des Abends. Und sie kann uns auch erklären, was es mit der so oft magischen Aura der russischen Frauen auf sich hat. Es ist so, dass in Russland generell Frauen, Mädchen, die geboren sind, gleich von Anfang an so erzogen werden, dass sie auf die Figur achten müssen, auf ihr Aussehen, weil das wichtig ist. Ständig die Frau, schließlich eine Frau ist eine Verführerin und alle Kriege auf dieser Welt und auch Frieden und alle möglichen großen Geschichten sind wegen Frauen und wegen Liebe passiert. Das heißt, Frauen regieren die Welt irgendwie auf eine nette Art und Weise. Aha, das ist also das Geheimnis. Und Gefallen an den russischen Frauen hier scheint auch Richard Lugner gefunden zu haben. Denn weil sein Katzi schon nicht da war, tauschte er einfach Zärtlichkeiten mit einer russischen Operettensängerin aus. Küssen. Aha. Oh, das ist das ja. Pozeluj меня. Meine Freundin wird eifersüchtig. Noch einmal bitte, ja? Sie erlaubt das nicht. Okay, das soll ich. Da können wir nur sagen: Prost, Mahlzeit und na zdorowie.